sind wir wieder. Wir waren im 5. Kapitel, die Brücke von Khazad Dûm. Sie schauten hinaus. Vor ihnen lag eine weitere höhlenartige Halle. Sie war höher und länger als jene, in der sie geschlafen hatten. Sie befanden sich in der Nähe ihres östlichen Endes. Nach Westen zu herrschte Dunkelheit. Wenn wir von den oberen Hallen über den Hauptweg gekommen wären, dann hätten wir hier in der Falle sitzen sollen, sagte Gandalf. Lasst uns hoffen, dass das Feuer jetzt zwischen uns und unseren Verfolgern liegt. Kommt, es ist keine Zeit zu verlieren. Während er noch sprach, ertönte wieder der Trommelschlag. Dumm, dumm, dumm. Hinter den Schatten an der Westseite der Halle waren in der Ferne Schreie und Hornstöße zu hören. Dumm, dumm. Die Säulen schienen zu beben und die Flammen zu erzittern. Jetzt auf zum letzten Lauf, sagte Gandalf. Wenn draußen die Sonne scheint, können wir noch entkommen. Mir nach! Er wandte sich nach links und eilte über den glatten Boden der Halle. Die Entfernung war größer, als es den Anschein gehabt hatte. Während sie rannten, hörten sie das Stampfen und den Widerhall von vielen hastenden Füßen hinter sich. Ein schriller Schrei verriet, dass sie gesehen worden waren. Es gab ein Gerassel und Geklirr von Stahl. Ein Pfeil schwirrte über Frodos Kopf. Boromir lachte. »Das haben sie nicht erwartet«, sagte er. »Das Feuer hat sie abgeschnitten. Wir sind auf der falschen Seite.« »Schaut nach vorn«, rief Gandalf. »Die Brücke ist nah. Sie ist gefährlich und schmal.« Plötzlich sah Frodo einen schwarzen Abgrund vor sich. Am Ende der Halle verschwand der Fußboden und stürzte in eine unbekannte Tiefe. Die Tür nach draußen konnte nur über eine schlanke Steinbrücke ohne Randsteine oder Geländer erreicht werden, die den Abgrund in einem einzigen großen Bogen von 50 Fuß überspannte. Es war eine alte Verteidigungsanlage der Zwerge für den Fall, dass es einem Feind gelang, die erste Halle und die äußeren Gänge einzunehmen. Sie konnten die Brücke nur einer hinter dem anderen überschreiten. Am Rand blieb Gandalf stehen und die anderen holten ihn ein. »Geh du voran, Gimli«, sagte er, »dann Pippin und Merry. Geradeaus weiter und die Treppe hinauf, hinter der Tür hinauf.« Pfeile fielen auf sie. Einer traf Frodo und prallte ab. Ein zweiter durchbrach Gandalfs Hut, durchbohrte ihn und blieb dort wie eine schwarze Feder stecken. Frodo schaute sich um. Hinter dem Feuer sah er wimmelnde schwarze Gestalten. Es scheinen Hunderte von Orks zu sein. Sie schwenkten Speere und Krummsäbel, die im Schein des Feuers blutrot glänzten. »Dumm, dumm«, dröhnten die Trommelschläge und wurden lauter und lauter. »Dumm, dumm«. Legolas drehte sich um und legte einen Pfeil an die Sehne, obwohl es ein weiter Schuss war für seinen kleinen Bogen. Er zog ab, aber seine Hand fiel herunter und der Pfeil glitt auf den Boden. Er stieß einen Schreckensschrei aus. Zwei große Trolle erschienen. Sie trugen große Steinplatten und schleuderten sie hinunter als Laufbretter über das Feuer. Aber es waren nicht die Trolle, die den Elben mit Entsetzen erfüllt hatten. Die Reihen der Orks hatten sich geöffnet und sie wichen zurück, als ob sie selbst Angst hätten. Irgendetwas kam hinter ihnen heran. Was es war, konnte man nicht sehen. Es war wie ein großer Schatten, in dessen Mitte sich ein dunkler Umriss abzeichnete. Von Menschengestalt vielleicht, doch größer. Und Macht und Schrecken schienen in ihm zu sein und ihm voranzugehen. Es kam an den Rand des Feuers und dessen Schein verblasste, als ob sich eine Wolke darüber legte. Dann sprang es über den Spalt. Die Flammen loderten auf, um es zu grüßen, und schlängelten sich darum, und ein schwarzer Rauch wirbelte durch die Luft. Seine flatternde Mähne fing Feuer und brannte hinter ihm lichterloh. In seiner rechten Hand war eine Klinge wie eine zustoßende Zunge aus Feuer, in der linken hielt es eine Peitsche mit vielen Riemen. »Wehe, wehe«, jammerte Legolas, ein Balrog ist gekommen!« Gimli starrte mit aufgerissenen Augen. »Durins Fluch«, rief er, ließ seine Axt fallen und bedeckte sein Gesicht. »Ein Balrog«, murmelte Gandalf. »Jetzt verstehe ich.« Er schwankte und stützte sich schwer auf seinen Stab. »Was für ein Unglück. Und ich bin schon müde.« Die dunkle, feuerverströmende Gestalt raste auf sie zu. Die Orks kreischten und schwärmten über die steinernen Laufbretter aus. Da hob Boromir sein Horn und blies. Laut erschallte die Herausforderung und gellte wie der Schrei vieler Kehlen unter dem Gewölbe. Einen Augenblick verloren die Orks den Mut und der feurige Schatten verharrte. Dann erstarben die Echos plötzlich wie eine Flamme, die von einem dunklen Wind ausgeblasen wurde, und der Feind ging wieder vor.
Über die Brücke, rief Gandalf, der wieder Kraft gesammelt hatte. Flieht! Das ist ein Feind, gegen den ihr alle nichts ausrichten könnt. Ich muss den schmalen Weg halten. Flieht! Aber Aragorn und Boromir hörten nicht auf den Befehl und blieben Seite an Seite hinter Gandalf am anderen Ende der Brücke stehen. Die anderen hielten an der Tür am Ende der Halle an und drehten sich um. Denn sie brachten es nicht über sich, ihren Führer dem Feind allein gegenübertreten zu lassen. Der Balrog erreichte die Brücke. Gandalf stand in der Mitte des Bogens und stützte sich auf den Stab in seiner Linken, aber in seiner Rechten glänzte Glamdring. Kalt und weiß. Sein Feind blieb wieder stehen und schaute ihn an, und der Schatten um ihn reckte sich wie zwei riesige Flügel. Er hob die Peitsche und die Riemen wimmerten und knallten. Feuer drang aus seinen Nüstern, aber Gandalf stand fest. »Du kannst nicht! Vorbei!« sagte er. Die Orks blieben stehen und eine Totenstille trat ein. »Ich bin ein Diener des geheimen Feuers und Gebieter über die Flamme von Anor. Du kannst nicht vorbei!« »Das dunkle Feuer wird dir nichts nützen. Flamme von Udun, geh zurück in den Schatten. Du kannst nicht vorbei!« Der Balrog gab keine Antwort. Das Feuer in ihm schien zu ersterben, aber die Finsternis nahm zu. Langsam ging er weiter auf der Brücke und plötzlich richtete er sich zu seiner ganzen Größe auf und seine Flügel erstreckten sich von Wand zu Wand. Aber immer noch war Gandalf zu sehen, schimmernd in der Düsternis. Er sah klein aus und ganz allein, grau und gebeugt wie ein dürrer Baum, ehe ein Sturm losbricht. Aus dem Schatten sprang flammend ein rotes Schwert hervor. Glamdring glitzerte weiß als Antwort. Es gab einen klirrenden Aufprall und eine weiße Stichflamme. Der Balrog wich zurück und sein Schwert flog hoch, in Stücke zerschmolzen. Der Zauberer schwankte auf der Brücke, trat einen Schritt zurück und blieb dann wieder stehen. »Du kannst nicht vorbei«, sagte er. Mit einem Satz sprang der Balrog ganz auf die Brücke. Seine Peitsche wirbelte und zischte. »Er kann allein nicht standhalten«, rief Aragorn plötzlich und rannte wieder die Brücke entlang. »Elendil«, schrie er, »ich bin bei dir, Gandalf.« »Gondor«, schrie Boromir und setzte ihm nach. In diesem Augenblick hob Gandalf seinen Stab und mit einem lauten Ruf schlug er vor sich auf die Brücke. Der Stab zerbrach und fiel ihm aus der Hand. Eine blendend weiße Feuerwand stieg vor ihm auf. Die Brücke krachte. Genau zu den Füßen des Balrogs barst sie und der Stein, auf dem er gestanden hatte, stürzte in den Abgrund, während der Rest stehen blieb, schwebend, bebend wie eine ins Leere hinausgestreckte Zunge aus Fels. Mit einem entsetzlichen Aufschrei fiel der Balrog vornüber und sein Schatten stürzte hinab und verschwand. Doch noch im Fallen schwang er seine Peitsche und die Riemen trafen die Knie des Zauberers, wickelten sich herum und zogen ihn an den Rand. Er schwankte und fiel, griff vergebens nach dem Stein und glitt in den Abgrund. »Flieht, ihr Narren!« schrie er und war weg. Die Feuer erloschen und es wurde völlig dunkel. Die Gemeinschaft stand vor Entsetzen wie angewurzelt und starrte in den Abgrund. Gerade als Boromir und Aragorn zurückgeeilt kamen, krachte die Brücke nieder und der Rest stürzte ein. Mit einem Schrei scheuchte Aragorn sie auf. »Kommt! Ich werde euch jetzt führen! Wir müssen seinem letzten Befehl gehorchen! Folgt mir!« Sie stolperten wie wild die große Treppe hinunter hinter der Tür hinauf. Aragorn lief voraus, Boromir am Schluss. Oben kamen sie in einen breiten, widerhallenden Gang. Ihn entlang flohen sie. Frodo hörte Sam an seiner Seite weinen und dann merkte er, dass er selbst weinte, während er rannte. Dumm! Dumm, dumm, dröhnten die Trommelschläge hinter ihnen, trauervoll jetzt und langsam. Dumm. Sie rannten weiter. Es wurde heller vor ihnen. Große Schächte durchbrachen das Dach. Sie rannten schneller. Sie kamen in eine Halle, in die Tageslicht durch hohe Fenster an der Ostseite eindrang. Sie hasteten hindurch und so gelangten sie durch die riesigen, zerbrochenen Türen und plötzlich öffneten sich die großen Tore vor ihnen, ein Bogen aus blendendem Licht. Eine Orkwache kauerte in den Schatten hinter den großen Türpfosten an beiden Seiten. Aber die Tore waren zertrümmert und umgeworfen. Aragorn schlug den Hauptmann zu Boden, der sich ihm in den Weg stellte, und die anderen flohen voll Entsetzen vor seinem Zorn. Die Gemeinschaft eilte an ihnen vorbei und kümmerte sich nicht um sie. Nachdem sie aus den Toren heraus waren, rannten und sprangen sie die riesigen jahrhundertealten Stufen hinunter über die Schwelle von Moria. So kamen sie schließlich hoffnungslos ans Tageslicht und spürten den Wind auf ihren Gesichtern. Erst als sie außer Bogenschussweite von den Mauern waren, hielten sie an. Sie waren im Schattenbachtal.
Der Schatten des Nebelgebirges lag auf ihm, aber im Osten stand ein goldenes Licht über dem Land. Es war erst eine Stunde nach dem Mittag. Die Sonne schien, die Wolken waren weiß und hoch. Sie schauten zurück. Dunkel gähnte das Torgewölbe unter dem Bergschatten. Schwach und tief unter der Erde dröhnten die langsamen Trommelschläge. Dumm. Ein dünner schwarzer Rauch stieg auf. Nichts sonst war zu sehen. Das Tal rundum war leer. Dumm. Der Schmerz überwältigte sie schließlich und sie weinten lange. Einige stehend und schweigend, einige hatten sich auf den Boden geworfen. Dumm. Dumm. Die Trommelschläge erstarben. Und damit ist das 5. Kapitel beendet, meine Lieben. Ich werde mich jetzt zur Ruhe begeben. Macht's gut. Morgen geht es weiter.